Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also, ich habe seit heute Morgen ein bisschen Probleme mit meiner GoPro. Die will nicht so, wie ich will. Irgendwie stellt sie sich selbst um und statt Video macht sie Foto. Naja, aber was soll's. Nun, das heutige Thema. Also, ich will mit euch heute über was ganz Interessantes plaudern. Ich hatte vor... Ey, Moment, erst kommt der Intro. Bis gleich. Also, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit meiner Kollegin, mit der Miri, die auch unsere PDL ist. Hat sie gesagt, hier Judah, warum machst du nicht ein Video für die alten Hasen in der Pflege? Ich sehe es sehr oft, dass die so ein bisschen unmotiviert sind mit der Situation und mit der Arbeit und verlieren sich im Laufe der Zeit. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt so ein Video drehe, das nur an eine Gruppe gerichtet ist, ist das so ein bisschen attackierend und vielleicht bin ich nicht so der taktische Mensch, dass ich halt ein gezieltes Video machen kann. Deswegen mache ich mal so eine allgemeine Geschichte. Genau, ich will heute über die Altenpflege sprechen. Warum brauchen wir die Altenpflege? Warum ist sie wichtig für uns und unsere Gesellschaft und allgemein in der ganzen Welt? Und das ist das heutige Thema. Also, ich brauche einen Schluck Tee. So. Eine hübsche Frau. Ich darf gucken. Bin immer noch Single, von daher darf ich gucken. Also, Schwamm drüber, wir gehen weiter. Nun, damit wir die Notwendigkeit der Altenpflege verstehen, im Allgemeinen müssen wir erstmal über uns selbst reden. Also, wir werden alle alt. Da können wir nichts dagegen machen. Das ist die Natur. Die hat uns leider so verpackt, dass wir geboren werden, uns aufbauen. Irgendwann mal geht's bergab und dann irgendwann mal sind wir alt, gebrechlich, manche auch krank und benötigen dann halt Unterstützung und Hilfe. Mit anderen Worten, wir benötigen Pflege. So. Das ist geklärt. Dann die zweite Sache, die sehr wichtig ist, ist die Struktur der Gesellschaft. In was für einer Gesellschaft leben wir heutzutage? Nicht nur hier in Deutschland, in der allgemeinen westlichen Welt. Die westliche Welt ist eine industriegebundene und gerichtete Gesellschaft, die sich mit harter Arbeit befasst, mit Aufbauen, mit mehr verdienen, mit mehr ausgeben. Ich will. Also von der einen Seite ist es gut, das Leben ist gut in so einer Gesellschaft. Man kann Geld verdienen, man kann sich alles gönnen, was man sich wünscht. Von der anderen Seite ist es schlecht. Warum? Weil der Mensch zu egoistisch wird in so einer Gesellschaft. Es dreht sich alles nur um ihn, also es dreht sich alles um mich. Ich will mehr, ich will das, ich will jenes und wenn ich das haben will, muss ich arbeiten und dann kann ich es mir auch gönnen. Und der egoistische Mensch hat kein Verständnis für das Altwerden, für die Pflegebedürftigkeit des anderen. Und der Mensch in so einer Gesellschaft ist so lange wertvoll, solange er was gibt. Also solange er arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil solange ich arbeite, bin ich wertvoll für die Gesellschaft und danach, was ist dann? Was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Ich meine, ich habe doch mitgeholfen, diese Gesellschaft irgendwie aufzubauen. Ich habe doch daran teilgenommen. Irgendwie, ich war ein Ziegelstein der ganzen Wand, wenn ich mal Pink Floyd zitieren darf. Dann kommt es dazu, dass die Struktur dieser Gesellschaft auf Suffizit gerichtet ist. Das heißt, die wollen nicht Geld verlieren, die wollen Geld gewinnen. Suffizit bedeutet Überschuss.
Und wir hören es ja sehr oft in den Nachrichten, wir hatten so viel und so viel Überschuss dieses Jahr oder diese und diese Firma hat so viel und so viel Überschuss gemacht. Das ist enormes Geld, über das da gesprochen wird. Und dann sehen wir die Altenpflege, wir haben Mangel an Kräfte, wir haben zu wenig Lohn für die Altenpfleger. Wir werden versuchen, das anders zu gestalten, dass die Altenpfleger besser verdienen und so weiter. Aber letztendlich wird nichts gemacht. Es wird immer darüber gesprochen. Und wenn ich die Struktur meiner Arbeitstage anschaue oder auch anderer Leute, dann gibt es 10 Tage am Stück oder 12 Tage am Stück. Da fällt mal der aus, da fällt mal der aus. Da wird gearbeitet mit Minimum an Kräften. Also wirklich, wenn einer ausfällt, ist ein totales Chaos. Ich rede jetzt nicht von der Firma, bei der ich jetzt angestellt bin, also nicht vom Idealpflegeteam. Ich rede im Allgemeinen, so war es beim letzten Arbeitgeber, so war es während der Ausbildung. Dann, ich rede jetzt von all den negativen Seiten, die in der Pflege dank des Defizits an Geld und an Kräften ist und das auch sehr bewusst gemacht wird von den führenden Kräften, weil Geld gespart wird. Und dazu komme ich gleich nochmal, warum das gemacht wird. Auf jeden Fall, es passiert ein totaler Zusammenbruch, weil ein Mann fehlt. Dann die Azubis werden 100% geplant als 100% Pflegekräfte, wo jeder Praxistag fehlt, wo jeder Praxisanleiter keine Zeit für die hat. Also das sind alles Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Also ich rede jetzt nicht aus dem Finger raus, sondern es basiert alles auf den Erfahrungen, die ich in der Pflege gemacht habe. Und letztendlich das Höchste an der Geschichte, jetzt, das ist so ein Knackpunkt, das ist negativ und positiv. Warum ist es negativ? Negativ, alle wollen in der Pflege Geld verdienen. Der Besitzer will Geld verdienen, die Mitarbeiter wollen Geld verdienen. Ich will auch Geld verdienen. Mein Gott, ich habe 2 Kinder, die muss ich ernähren. Alleinerziehend, Wohnung bezahlen, ich will auch einen Urlaub. Und ja, das ist alles, was ich verdienen muss. Wie kann ich das verdienen? Wenn ich arbeiten gehe. Und da ich ein Altenpfleger bin, gehe ich in die Altenpflege arbeiten. Ich gehe jetzt nicht in eine Fabrik arbeiten. Wozu habe ich dann die Ausbildung gemacht? Und dann kommt die andere Seite, mit dieser Philosophie so viel wie möglich Geld machen und dass alle zufrieden sind und dann noch genug Personal haben, das geht nicht. Das heißt, wieder aus meiner persönlichen Sicht sollte die komplette Struktur der Pflege geändert werden, damit was anderes mal probiert wird, damit genügend Personal da ist, dass die Kunden zufrieden sind, dass das Personal zufrieden ist und genügend Geld da ist, auch dieses Personal adäquat zu bezahlen. Ich meine, der Lohn, den wir im Moment bekommen, ist wirklich ein Minimum für das, was wir leisten. Eine kleine Rekapitulation. Wir werden alle alt. Wir leben in einer industriegeprägten Gesellschaft. Also arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das Individuum, also der Egoismus ist sehr groß in dieser Gesellschaft und alle streben nach einem Suffizit, das heißt, es wird gespart, wo man nur sparen kann. Und gut, wir haben auch erwähnt, dass der Mensch, also im Laufe seines Lebens, an dieser Gesellschaft arbeitet. Er gibt ja was und letztendlich muss er auch was zurückbekommen. Und ja, wenn wir es so sehen, wir haben eine Familie, ich breche das mal runter, und die Familie hat immer 3 Generationen, also ich kenne das so, bei uns war das so, die Großeltern, die Eltern und die Kinder, wir lebten alle zusammen. Und die Großeltern haben sich um die Kinder gekümmert, quasi um uns, als meine Eltern zur Arbeit gingen. Und irgendwann mal war es so, dass ich mich um meine Großeltern gekümmert habe. Und so soll es auch in der Gesellschaft sein. So sollte es sein. Die alten Menschen haben es verdient, gepflegt zu werden. Und wir haben es verdient, adäquat dafür bezahlt zu werden. Also
wir brauchen kein Lob. Oh, du bist gut, du bist ein Altenpfleger. Es ist nobel, in der Altenpflege zu arbeiten. Es ist was Besonderes. Aber es ist auch ein Job. Das darf man nicht vergessen. Und da will ich mich auch an alle widmen, die irgendwie sagen, oh mein Gott, was passiert, wenn ich morgen nicht zur Arbeit gehe? Was passiert mit den armen alten Menschen? Da ist es ein Job. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Ich tue niemandem was gut, wenn ich morgen zur Arbeit gehe, krank. Das sind solche Sachen, wo die Altenpflege ausgenutzt werden durch das eigene Denken. Korrigiert mich, wenn ich falsch denke, wenn ich falsch was sage. Aber das sind halt meine Meinungen. Und ich denke, hiermit möchte ich auch das Video beenden und nochmals betonen, die Gesellschaft muss sich um die alten Generationen, um die alternde Generation kümmern, weil diese Generation etwas der Gesellschaft gegeben hat. Es ist ein Geben und ein Nehmen und es darf auch nicht über den Rücken der Altenpfleger gehen. Deswegen denkt mal drüber nach, warum seid ihr in der Pflege, warum seid ihr dort eingestiegen überhaupt und was bewegt euch in diesem Beruf? Warum macht ihr das? Und ich denke, durch dieses Video kommt so ein bisschen die Erklärung, warum es gebraucht wird, warum es ein besonderer Job ist und dass wir einfach hart in dem Sinne bleiben müssen und um unser Recht kämpfen. Das heißt, dass wir bessere Konditionen bekommen und dass wir besser geschätzt werden in dieser Gesellschaft. So. Ich hoffe, das Video ist verständlich und löst jetzt keinen Shitstorm aus. Ich bitte euch, nutzt die Kommentare, schreibt mir, was ihr über dieses Thema denkt und was ihr davon hält, was ich eben gesagt habe. Ist das für euch verständlich gewesen, was ich sagen will? Und wenn euch das Video gefällt, natürlich einen Like-Button drücken. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr es nicht macht, ist auch gut. Aber wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ansonsten wünsche ich eine gute Zeit. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.